Hallo und herzlich willkommen zu einem Review zu Dead by Daylight. Ah! Der Killer ist sofort zur Stelle. Oh mein Gott, der Kannibale. Er will mich aufhängen. Oh oh, oh oh, oh oh. This is the Raven of Edenta. Gott, er ist so verrückt! Mein Gott, der Typ ist verrückt! Ja, du kleiner Wichser! Naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, hallo, das ist ein Review zu Dead by Daylight. Wir haben jetzt zwei Folgen hintereinander Dead by Daylight gespielt, haben verschiedene Maps gesehen, haben verschiedene Killer ausprobiert. Wir haben verschiedene Killer gesehen, wir haben natürlich nicht alles gesehen. Wir haben natürlich nicht alle Maps gesehen, ich habe bis jetzt immer noch nicht die neue Map gesehen. Dazu aber später mehr. Was ich sagen möchte ist eben halt, dass ich rede erstmal über die überlebende Seite, die wir gespielt haben und wie die war. Und dann reden wir eben halt über die Killerseite. Also auf jeden Fall, die überlebende Seite hat sehr viel Spaß gemacht. Die Verschiedenheit von den verschiedenen Killern, die Verschiedenheit von den verschiedenen Überlebenden. Nein! War sehr groß. Und jetzt bin ich tot. Sehr schön, man kann nicht immer hinzugucken und labern. Dann kann ich jetzt labern. Also auf jeden Fall die überlebende Seite. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wie man gerade gesehen hat, dass kann Spaß machen. Aber das mit dem Killer. Sehr verrückt. Und auf jeden Fall die verschiedenen Charakter, die man spielen kann. Hammer. Und dass da immer noch mehr kommen. Auch Hammer. Bin ich auf jeden Fall gut. Da sage ich schon mal ein großes Lob von mir aus. Habt ihr gut gemacht. Und das ist auch das Einzige, was ihr gut gemacht habt. Denn es gibt so viel Bugs. Und die Hitboxen von Freddy Krueger sind aber nur overpowered. Was ist falsch in eurem Kopf? Aber trotzdem lobe ich das Spiel, weil es so viel Spaß macht. Denn es gibt für jeden 12 der Überlebenden auch verschiedene Perks. Also ihr habt euch schon was ausgedacht da. Je 3 Stufen immer. Also bei den meisten sollte es immer 3 Stufen geben. Und dann sieht das immer komplett anders aus, wenn man einen Perk hat. Beim Killer ist es ultra wichtig, dass man Perks hat, beim Verteidiger, bei den Überlebenden eigentlich auch. Zum Beispiel hier, wie der Perk Stufe 3, ultra selten.
Laufwerk-Boost, also wenn ein Killer sie fangen will, dann kann sie mir direkt weg. Ja. Dann die Vielfältigkeit der Perks finde ich auf jeden Fall gut. Auch nochmal dafür ein Lob, dass man verschiedene Kleidung haben kann. Auch mein Lob. Auch schön. So. Natürlich nicht für jeden, mag ich mal, es braucht natürlich keine andere Kleidung. Ist auch klar, der ist seine schöne weiße Maske da und sein Kittel da. Das, wie er darunter aussieht, will ich gar nicht sehen. Und, ja. Das war es eigentlich so dafür. Also manchmal geht es zu schnell, manchmal ist es gar nichts, also manchmal ist es zu ruhig. Aber das kommt immer auf die Maps drauf an, aber das mit den Maps beschreiben wir noch. Jetzt kommen wir erstmal also Review zu meinen überlebenden Seiten, zu meiner überlebenden Seite, die ich gespielt habe. Das hat Spaß gemacht. Das war gut. Immer wieder gerne. Ist auch eher ein Vorteil, dass man die nehmen kann. Ist auch ein Vorteil, weil du als Überlebender mehr Punkte machen kannst als Killer, wenn du direkt alle killst. So. Dann. Jetzt zum Killer. Killerseite. Haben wir einen Killer nur ausprobiert. Michael Meyer. Weil wir damit Level 29 jetzt sind. So. Da wir aber das schon ja früher gespielt haben und alles, das war aber schon lange her, ein halbes Jahr wieder her, bevor, seitdem ich das Spiel gespielt habe, gab ja auch zwei neue Killer auch wieder in der Zeit. Und dann, ja, die Killerseite macht sehr viel Spaß, genauso wie die Verteidigerseite, aber die Verteidiger sind die Überlebenden und die Angreifer sind die Killer. So, die Verteidiger fand ich besser. Ich weiß nicht, wenn du Freunde, wenn du dann mit deinen Freunden zockst oder deine Freunde geht, dann, wenn du dann von geht, dann macht das natürlich mehr Spaß. Aber wenn du dann eben halt gewinnst, zum Beispiel, wenn du dann eben halt mit deinen Freunden Überlebender bist, dann, ja, dann macht das aber natürlich mehr Spaß, auf jeden Fall. Und ja, also die Vielfältigkeit von den Killern, einfach geil, 11 verschiedene Killer, 11 verschiedene Fähigkeiten, Schicksal ist immer noch die nicht overpowered, aber die ist schon komisch, also pro Map glaube ich 4 verschiedene Dinger da, wo man die Bärenfalle dann ja, den Kota fürs Schloss finden kann. Das Schwein overpowered einfach nur, aber ist geil. Ja, also die gibt verschiedene Killer. Die meisten, die ich gespielt haben, waren Michael Myers, die Jägerin und Freddy Krüger. Ja, das war eigentlich so die. Ja, das waren die drei, die ich eigentlich so auch gelevelt habe und immer noch levele. Also im Moment level ich ja das Schwein und dann ja, also hier Freddy Krüger Level 4, Jäger Level 5, Michael Myers Level 29. Ansonsten hier der Wandler, da gab es aber auch gerade mal die Krankenschwester. Da habe ich den gelevelt und danach eben halt gar nicht mehr. Habe ich die nie gespielt. Aber jetzt so spiele ich gerne Michael Myers, das Schwein und so. Schwein gehört auch dazu, also 4 habe ich da gespielt. 4. Die 4 finde ich eigentlich verschieden. Sie sind verschieden gut, verschieden schlecht. Haben ihre Vorteile und Nachteile, was auch das Gute ist, und die haben eben halt zwar immer die gleichen Opfergaben, aber das ist ja auch klar,
Du kannst zum Beispiel jetzt einen töten, wenn da eine am Haken war, dann aber nur einen oder eben halt alle. Ja, das kommt eben halt darauf an, dann, welche Killer du hast. Aber ansonsten, die Opfergaben sind immer gleich, das ist auch gut so, finde ich. Macht ja auch eher Sinn. Dann die Perks, die Verschiedenheiten. Das ist eigentlich ja kaum jetzt so viel Unterschied. Also kannst natürlich jetzt vielleicht schneller laufen oder was weiß ich, schneller wieder dies, das, diese Funktion haben. Wir sind ja eigentlich fast bei allen gleich. Natürlich gibt es verschiedene dazu. Aber mein Urteil zum Killern ist, macht Spaß, wenn du jetzt eher so meine Runde alleine am Abend zocken willst oder so, dann immer gerne, dann auf jeden Fall die Killer. Wenn deine Freunde zum Beispiel jetzt nicht da sind oder was, dann immer gerne Killerseite. Aber ansonsten, wenn du mit Freunden zockst, würde ich immer sagen, kommt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht nur gegen euch spielen wollt und dem abwechselnd, wer Killer ist, dann geht mal als Überlebender rein, dann hat das Sinn, kriegt ihr auch wieder Blutpunkte. Denn wenn ihr eure Freunde killt, kann man ja natürlich ja eigentlich auch Blutpunkte farmen. So, also könnt ihr euch die ganze Zeit hauen und wieder weggehen. Hauen, weggehen, heilen, heilen, hauen, hauen und so weiter. Verstehe ich auch. Das ist genauso wie in Rainbow Six Siege und was weiß ich, in anderen Spielen auch, wo man eben halt einen Editor hat. Entschuldigung, bin gegen mein Mikro. Ist ganz normal, verstehe ich auch, schade, aber dann eben halt mein Urteil nochmal zu den Überlebenden, habe ja eigentlich schon fast dazu gesagt, beim Killern auch, hast du irgendwelche Freunde, die online sind oder so, oder ihr euch täglich trefft, vielleicht nehmt ihr selber Dead by Daylight auf, macht immer Überlebende spielen zusammen, kommuniziert, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, habe ich auch mal gehabt heute. Aber eher mit Leuten, die eher Englisch sprechen, macht auch viel Spaß. Also ist schon eher lustig, eher lustiger, meinte ich, als mit deutschen Spielern. Also wenn Leute Deutsch sprechen, meinte ich, mit deutschen Spielern. Scheißegal, wo die Spieler kommen. Hauptsache Spiel. Und man hat Freude und Spaß. Ja, so. Und dann eben halt genau das Gleiche, wenn man dann eben halt alleine spielen will, macht, kann man auch, das macht auch Sinn, aber man kann sich jemand nicht so absprechen, also bei manchen Spielern, wenn man mit denen spielt, dann ist es auch so, dann weiß man automatisch, aha, der geht jetzt dahin, der andere lenkt ihn ab, das weiß man irgendwie automatisch, so, die wissen das, ich weiß das, das sind aber auch dann Teamspieler, die das Spiel auch verstanden. Die anderen, die immer eigene Sachen machen oder die Leute am Haken hängen lassen, einfach nur dumme Idioten, wenn das nicht der Sinn des Spiels, denn wenn immer einer weniger ist, desto schwerer wird es, überhaupt Generatoren zu machen oder zum Beispiel abzuhauen und dann eben halt, wenn der Dritte dann wieder dranhängt, dann gibt es nur zwei, dann ist es noch schwieriger, irgendwelche Generatoren machen, wenn einer gejagt ist. Das ist das. Mein Review zu den Maps, die ich gespielt hatte. Das waren ja eigentlich einmal Macmillan anwesend. Dann war es der Sumpf. Dann war es, wie hieß das? Mutters Behausung. Dann war es, glaube ich, das. Nein. Dann war es hier, wo Michael Myers, die Map da, keine Ahnung, wie man die nennt, ich weiß es nicht. Na, dann eben halt auf jeden Fall diese Map. Die letzte Map, die wir gerade eben gespielt haben, war das. Und dann, ja, ich weiß gar nicht mehr. Das kann auch sein, dass wir andere Maps gespielt haben. Aber diese Maps waren cool, die waren abwechslungsreich. Also die Maps sind immer abwechslungsreich hier in diesem Spiel, das ist gut, das finde ich auch sehr schön. Und dann, ja, dann reden wir halt gleich nochmal weiter, denn ich trinke jetzt mal einen Schluck.
Also, dann, mein ganzes Review zu den Funktionen, also vom Spiel, die servermäßig und, ja, weiteren Sachen eben halt zum Beispiel jetzt die Map, wie die Abwechslungen sind oder wie die Hitboxen sind und so, das ist eben halt schon anders. Darüber reden wir jetzt. Die Serververbindung. Es geht auf jeden Fall schneller als früher. Als Überlebender, als Killer dauert es immer noch echt lange, bis mal Gegner kommen. Das ist echt schade, finde ich. Aber kann man nicht machen. Ich hoffe, es wird irgendwann nochmal gefixt. Oder die Leute kommen eben halt schneller rein. Dann zu den Hitboxen. Freddy Krüger ist immer noch overpowered, finde ich. Die anderen Killer sowieso. Naja, meistens sieht man eher im Moment zum Beispiel jetzt Freddy Krüger, der Schwein, der Doktor. Ansonsten sehe ich zum Beispiel die Hexe nicht. Der Kannibale, den hat nur eben einmal. Dann die Krankenschwester wird schon öfters genommen, aber der Hinterwäldler wird nicht genommen. Der Geist wird nicht genommen, der Feinsteller wird nicht genommen. So wie die Jägerin oder Michael Myers wird im Moment überhaupt nicht genommen. Und die Hexe wird so oder so nie genommen. Und ich hatte heute eine Runde, wo ich eben halt, wo die Hexe war, wo die war freundlich, wo wir eben halt dann unsere Punkte farmen konnten und alles. Mit dem habe ich auch eine Freundschaft. Aber, also mit dem bin ich befreundet, so. Er sah übrigens kurz am Rande, er sagt, er ist 19, hört sich aber an wie 13 und will eben halt auch sagen, weil ich habe mit denen, also er war deutsch und hat mit englischen Menschen gesprochen und gespielt und ich habe mit denen auch gespielt, ich konnte besser Englisch, peinlich, mit, wenn er 19 wirklich ist, was ich nicht glaube, und dann zum Beispiel jetzt hier, ich mache hier Witze und so, ne, die lachen auch darüber und alles, und wie ich lache, wenn die einen Witz machen oder so, und er sagt so, ja, glaub mir eben halt nicht, dass, oder so, ich glaube, ich habe das hier noch, warte, hier, du bist 13, weiß. Also er fragte mir, weil ich Witze gemacht habe und die auch gelacht haben und so, wie geredet haben, bist du wirklich 18? Ich lese vor. Bist du wirklich 18? Ich sag, du bist 13. Weiß ich schon. Hört man. Dann schreibt er, bin ich nicht, aber am besten beides zusammengeschrieben, du machst mal langsam, ... ist nur gut gemeint, ... wo ist die Kommasetzung? Wo ist die Großschreibung? Wo ist der Sinn des Satzes? Dann schreibe ich, doch bist du. Und man hört es raus. Man hört es auch erstens raus, Komma. Also wen willst du hier verarschen? Dann schreibe ich nur, man hört es erstens, also man hört es erst, man hört erstens, du bist noch nicht mal im Stimmbruch gewesen, geschweige in der Pubertät. Man hört das erstens auch. So, dann schreibe ich nochmal. Nee, dann schreibt er, alter Schwede, tut mir leid, dass ich keinen Stimmbruch bekomme. Mit 19 wird, dann sollte man schon lange fertig sein. Erstens so. Dann hat er gerade sich selber verraten. Ja, 13. Dann schreibe ich natürlich weiter. Ja, dann bist du auch keine 19. Dann schreibt er, whatever. Ganz falsch erstens. Dann schreibe ich extra was falsch. Yeah, please learn English now, before you speak with English people. Yes! Sternchen. Nicht yeah oder wenn, dann yeah. Nein. Es war auch kein es war auch kein Englisch. Wenn du kein Französisch kannst, nicht mein Problem. Schreibe ich, naja, mir ist das hier zu kindisch. Also ich habe ja mit denen gespielt. Und mir ist das zu kindisch. Viel Spaß noch mit denen. Also die waren wenigstens erwachsen, habe ich auch geschrieben. Und nicht so wie du. Und dann hat er nämlich geschrieben. Und man, ich hätte euch gerne ein Video gezeigt, wie er gesprochen hat. Er war der übelste Kiddy. Ich kann versuchen, dass wir auf deren Server... Nein. Ich hab deren Server nicht mehr. Schade.
Ja, das war nur am Rande. So, bei den Killern, die Hitboxen von Freddy Krüger und vom Kannibalen, manchmal ganz komisch verbuggt und so, also wo ich im Video das gesehen habe, nicht gut. So, Serververbindungen und so habe ich ja gerade gesagt, ist eigentlich echt gut. Also, war früher echt scheiße. Also, YouTuber mussten auf Russen-Servern spielen. Naja, dann, hier, zu, dass wir, die Map war. Ich finde, man sollte hier mehr die neuen Maps mal zeigen, weil ich habe die ganz neue Map noch nicht ein einziges Mal gesehen. Nicht ein einziges Mal. Und was ich schade finde, eben halt selber. Aber kann man ja nicht ändern, leider. Das würde ich auf jeden Fall ändern. So, mein Review über das ganze Spiel. Jetzt. Es ist eigentlich ganz abwechselnd mal was anderes. Es ist ein Spiel, was man, wo man sich abends hinsetzen kann, einfach mal entspannen kann und seine Träume ausleben kann. Was du jetzt hier träumst von Tee oder so, weiß ich ja nicht. Aber, einfach mal abends entspannen und hinsetzen, kann man machen. Ist es aber nicht so gedacht. Du kannst dich nicht entspannen. Hier ist 24/7 pure Action. Es ist immer wirklich was komplett anderes, ein komplett anderes Spiel. Es ist komplett mal was anderes, wie oft ich das sage. Battlefield 4 und selbst bei der kannst du null vergleichen. Nein. So, das war mein Review. Ich finde das Spiel ganz gut. Ich empfehle es jedem weiter, der auch so welche Horrorspiele mag wie ich. Und ja, wenn man eben mal Freunde hat und die das Spiel auch besitzen, spielt mit denen, fragt die, komm, habt ihr Bock zusammen zu zocken, dann macht es noch mehr Spaß. Ja, was ich aber dazu sagen will, ist, wir haben ja gesagt, wir gucken jetzt, schmeißen wir das Spiel in Müll und sagen, nein, zocken wir nie wieder. Oder sagen wir jetzt, komm, wir let's playen das jetzt und dann suchen wir eben halt uns eine Videoanzahl zum Beispiel raus, die wir dann den Videos, die wir produzieren möchten. Das heißt, von fangen wir jetzt an von 10 bis 50, dazwischen eben halt das oder von 10 bis 100 oder sagen wir dann eben halt, wir machen Abschnitte von 0 bis 10, dann von 10, dann von 11 bis 20 und dann eben halt von 21 bis 30 und so oder eben halt komplett anders, was weiß ich. So eben halt, das habe ich mir schon von der Folge 2 entschieden, also die wir gestern gemacht, also von für euch, die wir vor einer Stunde gemacht haben, produziert haben, für euch ja jetzt vor 2 Tagen. Heute ist der Freitag und damit würde ich sagen, ich habe mich entschieden, wir werden das Spiel Let's Play und eben halt verschiedene Sachen machen und aufleveln und dann eben halt habe ich mich jetzt erstmal entschieden, dass wir 20 Folgen machen, in dem von 0 bis 10 nicht in Zahl von 0 bis 10 in Zahl von 0 bis 5, also von 1 bis 5, dann 6 bis 10, dann 11 bis 15, dann 16 bis 20. So habe ich das immer gedacht, dass man dann eben halt jetzt zum Beispiel, wie viele waren das? 5 Staffeln? Ja, dass man 1 bis 5, 6 bis 10,
11 bis 15, 16 bis 20, nee, dass man vier Staffeln hat, erstmal, und dann eben halt gucken wir weiter, ob uns das dann noch Spaß macht, und dann, ja. Aber das Let's Play geht dann erst in einer Woche los, also wenn ihr diese Folge hier seht, in der Woche darauf geht's los. Also ihr seht das ja jetzt an einem Freitagabend. Aber ihr werdet das erst am nächsten Freitag sehen. Also am nächsten Freitag werdet ihr dann die Folgen sehen. Wenn diese Folge kommt raus, mich überlegen. Ich weiß nicht, ich gucke an meinem Kalender nach. Heute kommt keine mehr raus. Also heute am 7. Mai. Morgen am 8. Mai, also für euch unrelevant, kommt eine Folge raus. Dann am Donnerstag kommt eine raus, dann am Samstag kommt eine raus. Und am 14. Mai war ja die erste Folge. Am 16. Mai war ja die zweite der beiden Folgen, wie ihr wisst. Am 18. ist ja diese Folge. Also heute ist der 18. und die Folge kommt dann da aus. Also, ihr werdet am 25. Mai ein Dead by Daylight Display auf einem Kanal sehen und wir werden dann starten und gucken, wer dazu stößt. Ob vielleicht Ghostman dazu stößt oder wer auch immer. Werden wir dann sehen. Aber das war mein Review zu euch, an euch. Und über Spiel Dead by Daylight. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich dann, wenn wir demnächst in einer Woche das Let's Play starten. Und richtig loslegen mit den Killern. Wir werden uns mit dem Spiel auseinandersetzen, auf jeden Fall. Was jetzt hier Sache ist. Und dann, ja, sehen wir uns dann. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und das nächste Spiel, was ich euch zeigen werde, ist Rainbow Six Siege. Wir werden es anzocken. Auch wenn wir ja, wir haben mehrere Let's Plays darüber gehabt, mehrere Staffeln, 4, 5, 7 Staffeln. Aber ich möchte euch nochmal zeigen, jetzt, was in der Zeit passiert ist. Haut rein. Wir sehen uns dann am Sonntag mit einem neuen Let's Play. Haut rein. Schönen Abend.